Das Land Nordrhein-Westfalen möchte Asylbewerber mit niedriger Anerkennungschance und ausreisepflichtige Ausländer in speziellen Camps mit über 500 Insassen gesammelt unterbringen, anstatt sie nach spätestens 3 Monaten in die Kommunen zu verteilen. Dadurch sollen Abschiebungen erleichtert und Kommunen entlastet werden. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat diesen Plan zu einem Eckstein ihrer Flüchtlingspolitik erhoben. Doch die Kritik ist groß. In den Zentren werde die Zahl der Kranken und Streitlustigen in die Höhe schießen, behaupten der Flüchtlingsrat, Pro Asyl, Kirchen und die Opposition. Es wird eine Atmosphäre absoluter Perspektivlosigkeit in den Lagern befürchtet. Denn dort dürfen die Menschen nicht arbeiten, Sprachkurse gibt es kaum, auch die Schulpflicht gilt nicht.